Liebe Gäste, in diesem Jahr haben wir einen ganz besonderen Pferdemann zu Gast beim Fest der Pferde. Sie werden ihn kennen von den großen internationalen Pferdeshows. Seit mehr als 30 Jahren ist er Part der internationalen Pferdesportszene und auf den großen Turnierplätzen, in den großen Showarenen dieser Welt schon aufgetreten. Jean-François Pignon aus Frankreich. Jean-François Pignon, herzlich willkommen hier beim Fest der Pferde Immenhöfe. Wo genau kommst du her? Aus Frankreich. Jean-François, where do you come from? Alors, je viens du sud. Ich komme aus Südfrankreich, aus der Gegend zwischen Nîmes und Montpellier. Seit mehr als 30 Jahren ist er bereits in diesem Show-Zirkus unterwegs. Wir wollen wissen, wann er genau begonnen hat, Pferde in dieser Freiheitsdressur zu trainieren. Jean-François, how many years you are doing this already exactly? When did you start presenting horses in this specific way? Ich habe nicht mit Pferden, sondern mit Ziegen begonnen. Als ich etwa 7 Jahre alt war, habe ich mit einer Ziege gespielt und dabei bemerkt, dass diese Tiere blockieren. Etwa 2 Jahre später kamen die ersten Pferde auf unseren Hof. Da habe ich versucht, das, was ich mit den Ziegen gelernt habe, auch bei den Pferden anzuwenden. Leider hat das nicht so gut geklappt, da man bei Pferden nicht die gleiche Technik anwenden kann wie bei einer Ziege. Um mit seiner Arbeit trotzdem Erfolg zu haben, habe ich dann auch nach und nach verschiedene Methoden ausprobiert. Jusqu'à maintenant mieux réussir. Uns interessiert natürlich brennend beim Pferdeflüsterer, gibt es irgendeine spezielle Rasse, die besonders geeignet ist für eine solche Freiheitsdressur? Jean-François, is there any specific race that is maximum suitable for this kind of presentation? You have Camargue horses, you have foals, you have Hispanos. Is there any special race that is most popular for this show? En fait, la preuve que n'importe quelle race peut faire. Viele Leute fragen mich diese Frage und wollen wissen, ob ich bestimmte Pferderassen bevorzuge. Aber eigentlich gibt es keinen besseren Beweis dafür, dass bestimmte Rassen sich besonders gut eignen. Ich selbst arbeite mit Pferden aus der Camargue, mit Haflingern, Lipizzanern, spanischen und portugiesischen Pferden, aber auch mit Ponys. Beaucoup de gens me demandent si il faut une race spécifique pour travailler. Vielmehr kommt es auf die Physis und Psyche der Pferde an, beispielsweise ob sie eher nervös oder ruhig sind. Ich wähle dann jeweils Übungen aus, die dem Charakter des jeweiligen Pferdes entsprechen. Nicht ohne Grund nennt man ihn den Pferdeflüsterer. Es muss irgendeine besondere Sprache geben, die Jean-François beherrscht, um mit seinen Pferden zu kommunizieren. Was sonst sollte sie veranlassen, diese besonderen Kunststücke zu machen? Jean-François, what is the secret of doing like this with the horses? What kind of language is it you are speaking with the horses? Alors en fait, c'est pas, y a pas vraiment de secret. Ein spezielles Geheimnis gibt es eigentlich nicht. Wichtig ist die Technik, aber noch viel wichtiger ist es, selbst im richtigen Gemütszustand zu sein. Bon état d'esprit. Et l'état d'esprit qu'on doit avoir, ça doit être la sérénité. Ça, je l'ai eu grâce à Dieu. Le calme. Dazu gehört die nötige Ernsthaftigkeit, die ich glücklicherweise besitze. Die innere Ruhe, die man selbst ausstrahlt, ein gewisses Maß an Strenge sollte man aber auch besitzen, aber zugleich muss man immer gerecht bleiben und nicht zu hart sein. Il se durcit. Et en fait, il faut être ferme comme ça. Très calme, très très posé. Et la quatrième qui fait que tout ça marche, c'est l'amour. Alors c'est facile d'aimer un cheval qui travaille bien. Aber das zentralste Element ist die Liebe. Es gibt Pferde, die sofort von sich aus mitarbeiten, aber auch solche, bei denen es etwas schwieriger ist. Und besonders dann sind positive Emotionen unabdingbar. Quand on agit sur un cheval avec fermeté, calme et tout ça, si on rajoute l'amour, ça marche à tous les coups. Wenn es diese Grundsätze sind, die wichtig sind für die Arbeit mit den Pferden, dann interessiert uns natürlich, kann das ein jeder von uns lernen, so mit den Pferden zu interagieren? So, Jean-François, if these 5 points are so important for the working with the horses, so any person could learn to practice these horses? Oui, et je fais des cliniques, j'organise des stages. Ja, generell kann das jeder lernen. Ich biete beispielsweise Kurse an. Allerdings verstehen viele Leute nicht, dass es besonders wichtig ist, die Tiere zu beobachten. Tout se règle à coup de poing. Quand il y a un problème, poum, il y a plus de problème. Man muss sich darüber bewusst sein, dass die Welt der Menschen sich fundamental von der der Pferde unterscheidet. Wenn es zwischen Pferden Probleme gibt, werden die recht schnell und einfach gelöst. Wenn es Probleme zwischen Menschen gibt, ist es immer komplizierter. C'est pas un monde où tout est tranquille. Ça les aide à mieux comprendre leur
Wenn man sich also klar macht, dass Pferde keine Menschen sind und die oben genannten Punkte beachtet, dann funktioniert auch der Umgang mit den Pferden. Denn generell hören Pferde uns gerne zu. Allerdings darf man das nicht übertreiben, besonders da Pferde, wenn sie unter sich selbst sind, meistens ohne Laute kommunizieren. Wenn Pferde mal laut werden, zum Beispiel Bieren, bedeutet das meistens nichts Gutes und ist ein Zeichen von Gefahr. La voix chez le cheval, comme là, c'est que quand il y a un problème. Le cheval qui appelle, c'est quand il y a un problème. Mais dans leur monde, quand le troupeau se connaît bien, normalement, ils n'usent pas de voix. Meine Damen und Herren, ein unglaublicher Pferdemann. Und was vor allen Dingen so unglaublich ist, ist, dass er nicht nur erfahrene Pferde trainiert, 4- bis 5-Jährige, da kann man sich das immer noch gut vorstellen, aber eine wirkliche Weltsensation ist seine Kommunikation mit Fohlen, also mit wirklich ganz jungen Pferden, die er erst wenige Male trainiert hat. 5 bis 6 Mal hat er mit ihnen diese Art der Freiheitsdressur einstudiert. Und wie das funktioniert, diese spezielle Kommunikation mit den Pferdekindern, das schauen wir uns jetzt mal an. So, Jean-François, let us have a look how you communicate with the foals. Come on. Okay.